Simon, Glückwunsch zum Sieg 4:2 gegen Iserlohn. Vielen Dank, ja. Wie war der Matchplan im Vorfeld des Spiels? Ja gut, wir hatten in der Vorbereitung ja schon einmal die Gelegenheit, uns so einen kleinen Gameplan aufzuschreiben, als wir sie beim Turnier in Dresden getroffen haben. Heute mit dem Gott sei Dank glücklicheren Ende für uns. Naja, aber die Vorgabe war klar, wir wollten die Defensive der Iserlohner so früh und schnell wie möglich unter Druck setzen und uns dadurch die Chancen erarbeiten. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Was hat euch heute 2 Tore besser gemacht insgesamt? Was denkst du, was war der Hauptfaktor heute? Die Kulisse zu Hause, ganz kurz erklärt. Es ist einfach unerklärlich. Man hat zu Hause immer ein paar Prozent mehr im Tank, wenn die Fans einen anpeitschen. Und ja, das hat uns heute einfach sehr gut getan. Für dich persönlich das erste Punktspiel im Löwentrikot. Das hast du schon gesagt, die Kulisse. Wie hat es sich insgesamt für dich selbst persönlich angefühlt? Ja, sehr gut. Ich meine, ich hatte jetzt eine etwas längere Verletzung, beziehungsweise es hat länger gedauert, als mir eigentlich lieb war. Ich hätte den Saisonstart super gern miterlebt, war aber noch nicht bei 100%. Deswegen umso glücklicher, dass ich jetzt dabei sein kann und den Jungs helfen kann. 6 Punkte nach 3 Spielen, man kann schlechter starten, oder? Definitiv. Ich glaube, wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Wir wissen auch, dass wir jeden Gegner ernst zu nehmen haben. Vielleicht können wir das ein oder andere Spiel 3 Punkte entführen, weil uns vielleicht jemand unterschätzt, aber im Großen und Ganzen haben wir hier eine absolut stabile Mannschaft, das Herz am rechten Fleck und ja, wir kommen über den Kampf. Unterschätzen ist das Stichwort, am Sonntag geht's nach Berlin. Was traust du euch zu? Ja, ich glaube, die Favoritenrolle brauche ich uns da nicht zusprechen, das ist allen klar, aber wie gesagt, wir gehen von Anfang an in das Spiel rein mit dem Mindset, das Spiel zu gewinnen und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Alles klar, vielen Dank und viel Glück. Sehr gern, vielen Dank.